So, lieber Rasenfix, es ist soweit. Ich will morgen diese Rasenfläche mähen. Die ist jetzt 2 Wochen alt. Heute ist der 21. Juni, Sommeranfang. Die Hitze ist echt brutal. Ich wässere weiterhin 6-7 Mal am Tag. Und ich werde noch eine Woche lang wässern, weil die Pratensis ist noch nicht da. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ran. Die Lolium perenne, die ist richtig gut gekommen. Die hat sogar schon unten neue Halme gebildet, ohne dass ich sie geschnitten habe. Die Festuca kommt hier auch überall jetzt ganz fein hinterher. Die Lolium, die ist schon so 5-6 cm lang. Es ist nicht ganz dicht geworden. Wir haben natürlich noch lichte Lücken und Lücken, wo es doch schon ziemlich gut aussieht. Also ist nicht besonders gleichmäßig geworden. Ich bin auch schon jetzt ein paar Mal rübergelaufen. Da sieht man auch da so ein paar Tritte, sieht man jetzt schon. Hier, da sieht man einen Tritt, um die Unkräuter zu zupfen. Nach wie vor zupfe ich hier ständig die Unkräuter raus. Das Gras richtet sich aber halbwegs wieder auf. Das ist der Moment, wo ich sagen würde, es ist jetzt halbwegs stabil. Wir haben jetzt die Qual der Wahl, welchen Rasenmäher, welche Mähmaschine wir nehmen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Zum allerersten Mal werdet ihr entscheiden, welchen Rasenmäher von denen da hinten ich hier für den ersten Schnitt nehmen werde. Ich werde also mit dem Video parallel gleich eine Abfrage bei YouTube hochladen. Dann könnt ihr dann eure Wahl treffen, welches der richtige Rasenmäher für den ersten Schnitt auf dieser Fläche beim Rasenfreak ist. Ihr dürft entscheiden. So, lieber Rasenfix, ja, das sind sie jetzt, die 5 Kandidaten, die ich ausgewählt habe aus meinem Fuhrpark. Mit allen diesen 5 Maschinen, mit all diesen 5 Mähgeräten würde ich den Abschlag mähen. Wir haben einmal hier den Sportman Electra, ein Spindelmäher mit elektrischem Antrieb, mit Akku. Dann haben wir hier den guten alten handgeführten Brill Spindelmäher, den ich mal von meinem Vater geerbt habe. Dann haben wir den klassischen Sichelmäher, mein guter alter Sabo 43. Schöner Mäher, auch von meinem Vater geerbt. Dann haben wir ein neues Gerät, das kennt ihr noch gar nicht. Das kommt demnächst in einem Video. Und zwar, das ist der sogenannte Gloria Fine Cut. So ein Scherenmäher. Der hat also 2 Messer, die so wie so eine Schere hin und her rotieren. Das Gerät könnte man auch nehmen. Oder ich nehme meine tatsächlich noch nie gezeigte, aber schon oft benutzte Stiel, mein Stiel-Freischneider, meine Kreiseschere von Stiel, werde ich euch auch mal irgendwann in einem Video vorstellen, dann mähe ich immer hier meine Kanten. Auch mit dem Gerät könnte man tatsächlich die ganze Fläche mähen, weil sie nicht so groß ist. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Also, schaut bei YouTube auf meinen Kanal, da ist die Abfrage. Ihr entscheidet jetzt, welches Gerät ich für den ersten Schnitt auf meinem Abschlag nehme. Ich bin echt gespannt. Und danke schon mal, wenn ihr mitmacht.